Liebe Gemeinde, willkommen zurück. Ihr wisst, wo Pilgrims Rache wartet, weiter fortgesetzt zu werden, nachdem in der letzten Aufnahme kurz mal der Computer wieder Nein gesagt hat zu unserem... Nee, wir wollten nicht den Spielstand laden, oder? Wir wollten den Quicksave laden. Das war, was wir machen wollten. Gut, wir wollten den Quicksave laden. Das probieren wir gleich nochmal. Wo haben wir den denn? Da, komm her. Nachdem ja gewisse Sabotagebemühungen leicht nach hinten losgegangen waren, erst machen wir unsere Uhr wieder an. Ah, damit konnte man das und ausschalten. Wir erinnern uns ja nämlich, der Turm, den wir sabotieren wollten, war dann plötzlich irgendwie doppelt da. Und ich fühlte mich verändert. So, dann gab es hier den Kanonenturm, zu dem wir uns gleich hin zurückziehen müssen. Oh, nein, die Schützen sind auch noch da. Ganz, ganz blödes Timing. Hallo, Quickload, mein alter Freund. Probieren wir es gleich nochmal. Wir hatten es ja letztens geschafft, ohne dass einer von unseren, dass unser Dieb hier abkratzt. Wir müssen das nächste Mal einfach darauf achten, dass die Arbalestenschützen nicht so nah dran sind. Wir können es ja immerhin darauf verlassen, dass unser Turm im guten Zustand bleibt. Für euch doch immer. Zahltag. Schauen wir mal ganz kurz. Freunde. Warum steht ihr auf der Brücke? Ihr habt auf der Brücke nichts verloren. Gar nichts. Den Reitern geht's, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Den geht's gut. Den Schützen geht's gut, den Schützen geht's gut. Den Kanönchen, zwar von denen geht's nicht ganz so gut, aber insgesamt schon. Dieb. Jetzt müsste gerade die Luft rein sein. Der Turm schießt. Aber es ist auch der Zweitürmer, glaube ich, oder? Egal, wir bleiben jetzt beim Turm stehen, bis die Luft da rein ist. Und wir behalten die Motte diesmal jetzt im Auge. Wenn nicht, dann sprengen wir einfach zwei Motten. Alternativ sprengen wir auch einfach... So, das sieht gerade ganz in Ordnung aus. Warte, bis der Dieb sich erholt hat. Wir wagen jetzt den Quicksave. Was, wenn wir den Dieb jetzt eigentlich bewegen? Wird er eigentlich weggeschossen? Nein, der ist jetzt wieder getarnt. Alles klar. Er wird vermutlich sterben, sobald wir die Motte sprengen, weil dann wieder irgendwelche Assis da rausgeschissen kommen und sagen, haha, Dieb, dich nehmen wir doch mit. Aber dann schicken wir einfach direkt den nächsten Dieb hinterher. Und dann müssen wir schauen, dass wir die Quelle von diesen Leuten finden und die dann auch ausschalten. Und jetzt können wir unsere Diebe ja einfach so drüber schicken, ohne Stress zu kriegen. Gerade. Ach, stimmt. Wir haben jetzt ein paar Plätze wieder dadurch frei bekommen, dass unsere ganzen Minen leer gelaufen sind. Einfach mal so. Gut, sobald der Dieb sich komplett erholt hat. Was? Es ist schon wieder passiert. Es ist egal. Dann springen wir lieber einmal mehr, als dass wir nochmal irgendeinen Spielabsturz riskieren. So, Dieb hat sich erholt. Nein! Spür diese Klinge. Ach, du dämlicher Idiot! Bleib da! Die Bogenschützen sehen dich irgendwie scheinbar nicht. Mach nichts! Gut, vergessen wir das mal ganz schnell. Schauen wir lieber, was wir jetzt mit der Situation machen, die wir gerade haben. Wir haben keinerlei Minen mehr. Unser Turm, also unser Landsitz, ist relativ gut gesichert, würde ich sagen. Die Zugänge, von denen ich glaube, dass uns irgendwann irgendwas Böses in den Rücken fällt, sind provisorisch ganz gut gesichert, würde ich sagen.
Und wir haben zwei Kundschafter hier am Rumstehen, was ein bisschen Overkill sein könnte. Aber gut. Und unser Dieb darf sich gerade wiederholen. Wir können die Steuern ja hochdrehen. Gerade eben haben wir sowieso die Verteidigung. Lassen die Gegner einfach in unserer Brücke hier zerschellen. Alle 4 Millionen, die da einfach durchgehend angeströmt kommen. Wir finden deren Quelle irgendwann schon, dann schalten wir die aus. Und ihr? Ja, ihr. Runter von der Brücke. Euer Wunsch ist mir Befehl. Eigentlich solltet ihr ein bisschen aufgeteilt stehen. Wie ihr wünscht. Und niemand da vorne einfach drauf. Damit nicht irgendwelche Unliebsamkeiten da drin stehen. Und damit unsere Reiter jederzeit die Gelegenheit haben, die Brücke zu überqueren und nicht zu überqueren. Ich weiß auch ganz genau, wie wir das richtig provozieren können, dass das so läuft. Wir wollen, dass es eigentlich läuft. Wir stellen die Leute so hin. Wir erledigen das. Und dann sagen wir denen einfach mal, die Position zu halten. Dann machen die das im besten Fall auch. Und wir müssen uns keine Sorgen darum machen, dass die einfach willkürlich irgendwie auf die Brücke rennen. Und unsere ganzen Pläne blockieren. Stop! Stop! So. Den können wir noch ein bisschen weiter nach vorne schieben. Und dann hier auf Stop. Die kommen so oder so nicht rüber. Was? Wir können diese Kanonen noch ein bisschen weiter nach vorne ziehen. Die so ein bisschen eine richtig ordentliche Batterie setzen und dann auf Position halten drücken. Wer darüber kommt, der ist nicht glücklich. Dieb, wie geht's dir? Hast du dich ein bisschen erholt? Wie wär's, wenn du dich jetzt mal damit auseinandersetzt, diese Motte zu sprengen? Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Vergessen wir, was ich gerade gesagt habe. Sprengen wir den Kanonenturm. Zwei Sprengungen, dann ist das Teil weg, dann ist das Teil ruhig und wir sind glücklich. Hoffentlich stirbt der Dieb jetzt nicht auf die Sprengung. Mit Vergnügen. Direkt zum Turm. Direkt daneben stehen. Hoffen, dass wir nicht entdeckt werden von irgendwelchen Behinderten. Ach, jetzt ist die Motte auch wieder irgendwie entbuggt. Kurios. Gut. Beschwer ich mich nicht drüber. Pilgrim, chillt noch ein bisschen. Jetzt laufen die Dinge, wie sie laufen sollen. Zeit für ein Quicksave. Außerdem sollten wir Leute wieder ein bisschen beten lassen. Die freuen sich darüber. Wir haben 40 Leibeigene, 16 davon haben nichts zu tun. Schauen wir mal. Gruppe 9. Was macht ihr hier? Gruppe 0. Ihr seid richtig hier, ihr gehört aber lieber nach hier so hin, weil das besser aussieht. Gruppe 7. Also, Gruppe 6. Schwefel. Gruppe 5 haben wir nicht. Wer sind denn die restlichen? 8. Aha, ihr, wer seid ihr? Zu wem gehört ihr? Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ihr habt keine Truppe? Das ist tragisch für euch. Ach, übrigens. Ich glaube ja, dass hier eine Ruhe! Danke. Jetzt können uns die Priester ein bisschen besser retten, als der Mentor es jemals konnte. Was brauchen wir denn gerade ganz ordentlich? Wir können ein bisschen Lehm gebrauchen. Wir haben niemanden, der Lehm hackt. Wir haben allerdings auch keine Häufchen an Lehm, die noch gehackt werden müssen, wie es aussieht. Irgendwo bestimmt. Eine universelle Wahrheit, es muss immer irgendwo irgendwelche Lehmhäufchen geben. Wenn nicht, dann haben wir wirklich alle Lehmhäufchen wegrationalisiert. Ah, wer hat damit gerechnet? Dann in diesem Fall Steine. Brauchen wir unbedingt
Ganz, ganz viele. Dieb, wie geht's dir? Warum frage ich überhaupt? Sprengen Sie den Turm. Der Turm ist plötzlich sabotagesicher geworden. Was? Ah, jetzt geht's. Was sollen wir jetzt machen? Das ganze Zeit im Auge behalten? Hoffen wir, dass der Turm gesprengt wurde, die Motte gleich auch wieder entbackt. Denn die regenerieren sich wohl kaum. Ich glaube, das ist einfach ein Anzeigefehler. Die brennen in Wahrheit. Offenbar nicht. Offenbar haben sich wirklich einfach geheilt. Okay, dann ist es ganz genau so. Wir kriegen das trotzdem hin. Früher oder später ist das alles weg. Weichen Teil von Position halten habt ihr eigentlich nicht verstanden. Das sind zwei Worte. Die sind nicht so schwierig. Und eines dieser Worte beschreibt ganz genau, was ihr mit dem anderen Wort machen sollt. Diese grundlegend überforderten Leute. Das frustriert mich gerade ein bisschen. Weil unsere Sabotagebemühungen durch irgendwelche, ich glaube tatsächlich Bugs vor 100 werden. Denn ich hatte das auch bei anderen Maps teilweise schon. Also glaube ich nicht, dass das vom Map-Ersteller so gewollt ist, dass es halt sich einfach regeneriert. Vor allem, weil es bei dem anderen Mod irgendwie nicht der Fall gewesen ist. Wir kriegen das trotzdem hin. Hallo Kanonenturm, mein alter Freund. Aber sicher. Spreng das Teil weg. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ansonsten müssen wir nämlich wirklich Leute rüberschicken und die das Ganze dann erledigen. Und das wollen wir nicht. So, wir behalten das jetzt im Auge. An diesem Turm wird sich nichts tun, bis dieser Dieb hier fertig ist. Ah, das funktioniert nicht. Das funktioniert bei Einheiten, nicht bei Gebäuden. Schade. Wir behalten es jetzt im Auge. Das ist jetzt alles egal. Dieser Turm muss weg. Wir starren dich nieder, Turm. Du wirst dich uns beugen. Wir geben dir nicht die Gelegenheit, dass du einfach kurz mal sagst, haha, ich regeneriere mich jetzt, weil ich ein Arsch bin. Du wirst weggesprengt. Ich habe die Vermutung, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass die Map irgendwie... Oder dass der Teil, den wir gerade angucken, halt neu geladen werden muss, dadurch, dass wir hier ganz spontan hinspringen. Und irgendein komischer Fehler dann denkt, oh, das war ja ganz heile. Oh, das brennt. Dann ist doch nicht ganz heile. Dann geht's ihm irgendwie doch nicht so gut, aber egal. Sprengst du nochmal, dann ist es wieder heile. So. Jetzt. Stirb, Kanonenturm. Wenn der weg ist, können wir uns um die Motte kümmern, ohne uns größere Sorgen zu machen. Geh ein bisschen Abstand zum Kanonenturm. Das könnte ansonsten gefährlich enden. So, er ist weg. Quicksave, unser bester Freund. Jetzt nur noch diese Motte beseitigen. Was kann dabei schon schief gehen? Wenn der Turm gleich respawnt, wenn ich wiederkomme, Dieb, dann rollen Köpfe. Ach komm, scheiß Zunderdosen. Die wollen wir auch erforscht haben. Will ich eigentlich überhaupt fragen? Geh weg von der Brücke und bleib hier stehen. Ungeheuerlich einfach. Marschieren können wir auch schon mal erforschen für die Zukunft. So, schauen wir mal. Wer von euch kommt auf die Idee, da hinzugehen? Ah, die fächern also einfach aus, wenn der Gegner da kommt, dann formieren sich irgendwie auf eine dämliche Art neu. Aber jetzt geht's.
Okay, dann formieren sich hier irgendwie blöd neu. Wird werden. Muss werden. Beten. Beten wir, dass es wird. Durch die Priester. Unser bester Freund, unser Dieb. Spreng das da weg. Und jetzt müssen wir sich leider im Auge behalten, weil wir dem Spiel nicht vertrauen dürfen, Dieb. Das tut mir sehr leid. Mit Vergnügen. Für euch doch immer. Aber sicher. Tschüss, Dieb. War nett, dich gekannt zu haben. Du bist entlassen. Ihr werdet angegriffen. Wir brauchen kurz mal einen neuen Dieb. Unser Alter hat außerdem eine Motte weggesprengt. Jetzt kommen da die ganzen anderen, kommen die ganzen wütenden Leute raus. Und wir müssen das Teil gleich nochmal wegsprengen. Zahltag. Das heißt aber, dass du, Kunchi. Dass du, Kunchi. Kurz mal hier hinguckst. Was ist da eigentlich am Losgehen? Ich zeige euch den Weg. So, jede Sekunde dürfte euch irgendeine wütende Armee darüber geschissen kommen. Sie sagt, ihr habt unsere Motte kaputt gemacht. Jetzt machen wir euch kaputt. Aber sicher. Jeden Moment gleich. Genau wie diese Breitschwertkämpfer, die einfach rübergeschissen kamen. So, sobald diese Schwertkämpfer weg sind, haben wir wieder unsere Öffnung. Das wird ja nicht zu lange dauern, denke ich. Komm rüber. Gerne. Für euch doch immer. Für euch doch immer. Sicher. Für euch doch immer. Wenn jetzt irgendwelche Bugs dafür sorgen, dass es nicht funktioniert, dann bin ich ein bisschen frustriert. Mache ich gerne. Wenn jetzt so ein Bug dafür sorgt, dass ich weiß nicht, die Leute einfach stehen bleiben und unser Dieb dann niemals im Leben hinkommen, haben wir eine kleine Problematik. Natürlich. Sofort. Da zirpten sogar die Grillen ganz aufgeregt bei der Vorstellung. Nein, bitte nicht, bitte kein Bug. Mit Vergnügen, aber sicher. Aber das ist unvorstellbar. Aber sicher. Oh. Für euch doch immer. Hallo, ich möchte hier eigentlich nur durch. Könnt ihr mal ganz kurz. Ich weiß nicht. Natürlich. Woanders lang gehen. Ich möchte nicht unbedingt den ganzen Weg über den Norden lang müssen. Es ist Zahltag. Ja. Sofort. Vergesst, dass ich gefragt habe. Aber sicher. Aber sicher. Wir gehen doch über den Norden. Das erscheint mir doch ganz sinnvoll. Sofort.